In letzter Zeit sind die Schlagzeilen voll mit Nachrichten über Prominente, von denen sehr private Fotos im Netz auftauchten. Oder von Mobilfunkfirmen oder Banken, denen gleich ein paar Millionen Kundendaten oder Kreditkartendaten abhanden gekommen sind. Solche Daten sind für Kriminelle fast wie Bargeld. Die Informationen taugen, wie etwa bei den Film- und Musikstars, zu Bloßstellung und Erpressung. Und im Fall der Kundendaten, um durch deren Missbrauch Geld zu verdienen. Big Data, Big Money, diese Wahrheit gilt auch für die Boombranche Datendiebstahl und Identitätsmissbrauch. Angriffspunkt sind allerdings längst nicht mehr nur die großen Rechenzentren. Auch im kleineren Stil wird ausgespäht. Die potenziellen Opfer sind Sie und ich. Dabei ist schon unsere Bequemlichkeit meist der Schlüssel zu den Daten auf unseren Notebooks, Tablets und Handys. Studien belegen zum Beispiel immer wieder, dass viele Menschen nach wie vor Passwörter wie 123456 oder Password verwenden. Beliebt und riskant ist auch die Kombination aus dem eigenen Vornamen und dem Geburtsjahr. Auf die leichte Schulter sollte man die Risiken nicht nehmen. Vermehrt werden Online-Identitäten auch immer öfter dazu genutzt, um etwa auf eBay Auktionen zu betreiben. Die Vorauszahlungen bleiben in der Kasse des Täters, den Ärger und rechtlichen Aufwand hat das um seine Identität betrogene Opfer. So ist es oft schwer, der Polizei zu erklären, dass man selbst Opfer und nicht Täter ist. Im Zweifelsfall bleibt dann oft genug nur der Gang zum Anwalt. Gegen den gefährlichen Passwort- und Identitätsdiebstahl hilft erstmal nur Selbstdisziplin. Vernünftige Passwörter kombinieren Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und ganz wichtig ist es, für jedes Konto auch ein gesondertes Passwort zu nutzen. An dieser Stelle gebe ich es gerne zu. Ich selbst kann mir unmöglich alle meine Passwörter für meine diversen Accounts merken. Und sie auf einen Zettel in der Brieftasche zu notieren, wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb nutze ich Passwortmanager, etwa KeePass oder LastPass. Die Software öffnet wie ein Generalschlüssel automatisch alle meine Webseiten, und zwar von jedem meiner Geräte aus. Das ist bequem, seinerseits aber auch wieder nicht ohne Risiko. Denn den Anbietern der Software muss ich ja auch wieder glauben, dass sie meine Daten gut verschlüsseln und sie nicht selbst missbrauchen. Ein gutes Passwort ist allerdings nur der erste Schritt. Wie im Straßenverkehr muss man auf der Datenautobahn auch stets die Augen offen halten und mitdenken. Der Sicherheitsgurt für Internetnutzer ist zum Beispiel ein aktuelles Virenschutzprogramm. Und ein guter Airbag ist es, bei Online-Einkäufen, Chats und Bankgeschäften stets auf eine verschlüsselte Verbindung zu achten. Diese wird meist oben im Browserfenster angezeigt. Viele Online-Dienste erneuern derzeit auch ihr Sicherheitsangebot. Dazu gehört insbesondere die neue 2- oder gar 3-Stufen-Autorisierung. Das heißt, dass man neben dem Passwort zum Beispiel eine SMS mit einem Code aufs Handy bekommt. Das macht sicher mehr Aufwand, den nehme ich für mehr Sicherheit aber persönlich gerne in Kauf. Es gibt noch viele weitere Dinge, mit denen man seine Online-Identität schützen und Datendiebstahl verhindern kann. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz bietet auf ihrer Webseite einen Selbsttest zur Datensicherheit. Es lohnt sich, hier mal durchzuklicken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, zumal Sie bei dem Test überhaupt keine eigenen privaten Daten preisgeben müssen.